Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau in einem kleinen Haus am Waldrand. Alles in ihrem Leben stritt, nur eines fehlte: der alte Mann und die alte Frau hatten keine Kinder. Einmal bat der alte Mann, einen Lebkuchen in Form eines kleinen Mannes zu backen. Die alte Frau schaute in die Scheune und es war fast kein Mehl mehr übrig. Sie nahm eine Schüssel, schrubbte sie entlang der Schachtel, bürstete sie am Boden entlang und eine Handvoll von ungefähr 2 Handvoll wurde gesammelt. Die alte Frau knetete den Teig auf Sojasahne und als sie den Lebkuchen auf dem Tisch rollte, nahm sie ihn und machte ihn in der Form eines kleinen Mannes, mit Armen, Beinen, mit Kopf. Und legen sie es in den Ofen. Nach einer Weile kam die alte Frau, um zu sehen, ob der Lebkuchen gebacken war, nahm ihn und stellte ihn zum Abkühlen auf das Fenster. Der Lebkuchenmann kühlte ab, legte sich hin, stand aber plötzlich auf und rannte so schnell wie möglich aus dem Haus, vom Fenster zur Bank, von der Bank zum Boden, über den Boden und zu den Türen, sprang über die Schwelle zur Veranda, von der Veranda zum Hof, vom Hof zum Tor weiter und weiter. Die alte Frau rief ihren Mann an und beide eilten ihm nach. Aber es ist nicht so einfach, den Lebkuchenmann zu fangen. Jetzt hatte er bereits das Feld erreicht, auf dem die Bauern ihre Ernte dreschten. Der Lebkuchenmann rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau und dem alten Mann weggelaufen und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Bauern hörten das und rannten ihm nach. Aber egal wie schnell sie rannten, sie konnten ihn nicht einholen. Ein Lebkuchenmann rannte auf das Feld zu, auf dem die Mäher das Gras mähten. Er rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau, dem alten Mann und den Bauern weggelaufen und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Mäher konnten eine solche Lächerlichkeit nicht ertragen, alle eilten dem Lebkuchenmann nach. Sie rennen so schnell sie können, aber sie können nicht aufholen. Und auf den kleinen Mann zu, die Kuh geht, rief er ihr zu, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern und vor den Mähern weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihr weglaufen. Die Kuh wurde wütend und eilte auch dem Lebkuchenmann nach. Nur er kann nicht aufholen. Und ein Schwein traf ihn. Der kleine Mann rief, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern, vor den Mähern und vor der Kuh geflohen, und er würde auch leicht vor ihr davonlaufen. Ein Schwein kreischte und rannte hinterher. Nur sie konnte nicht aufholen, sie war zu fett. Ein Lebkuchenmann rennt die Straße entlang und ein Hase trifft ihn. Der kleine Mann sagte, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Hase hörte das und rannte ihm nach. Er kann den kleinen Mann auch nicht einholen, nur der Hase hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein Wolf trifft ihn, ich werde dich essen, sagt. Und der kleine Mann antwortete ihm, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen geflohen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Wolf knurrte und stürzte sich auf den Lebkuchenmann, und er wich aus und rannte so schnell er konnte. Nur der Wolf hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein riesiger Bär trifft ihn. Sein kleiner Mann hatte keine Angst, rief aber, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf geflohen war, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Ein wilder Bär stampfte mit dem Fuß und rannte ihm nach. Aber der Bär war zu langsam, um den schnellen Lebkuchenmann einzuholen. Ein Lebkuchenmann rennt, rennt und ein Fuchs trifft ihn. Der Fuchs war sehr gerissen, aber der kleine Mann wusste das nicht. Deshalb begann er aus Gewohnheit zu schreien, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf und vor dem Bären geflohen war, was bedeutet, er wird auch leicht vor ihr weglaufen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie sehr alt sei, nichts gehört habe.
Sie kam näher zu dem kleinen Mann und bat ihn, es zu wiederholen. Gehorchte ihrem albernen Lebkuchenmann und begann wieder zu prahlen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie immer noch nichts hörte. Sie kam dem kleinen Mann noch näher und bat ihn, es noch einmal zu wiederholen. Der Lebkuchenmann stimmte zu, und dann, oh nur, fing er von vorne an, als der Fuchs sich auf ihn stürzte, und aß. Und der Lebkuchenmann prahlte nicht mehr. In einer großen Stadt lebten zwei arme Kinder in der Nachbarschaft, Kai und Gerda, die sich wie Bruder und Schwester liebten. Die Eltern erlaubten ihnen, auf dem Dach miteinander zu gehen und sich auf eine Bank unter den Rosen zu setzen. In der warmen Jahreszeit verbrachten sie ihre ganze Zeit hier, um verschiedene Spiele zu erfinden, und im Winter saßen sie gerne am warmen Herd und hörten erstaunliche Geschichten, die ihre Großmutter ihnen oft erzählte. Als die Kinder einmal ein Bilderbuch betrachteten, spürte Kai, wie ihm etwas in Auge und Herz stach. Dies waren die Fragmente des Spiegels der mächtigen Dame, der Schneekönigin. Seitdem hat sich das Verhalten des Jungen dramatisch verändert. Er wurde wütend, unhöflich und grausam. Eines Tages ging Kai rodeln und kehrte nie zurück. Als Gerda von Kais Verschwinden erfuhr, weinte sie lange. Aber sie war sich sicher, dass Kai am Leben war, also beschloss sie, ihn zu suchen. Lange Zeit ging Gerda durch die Wälder, durch die Felder, und dann stieß sie auf ein wundervolles Haus, das in Blumen begraben war. Die Gastgeberin kam zu ihr heraus. Es war eine alte, alte Zauberin in einem großen Strohhut. Die alte Frau mochte Gerda sehr, und deshalb wertzauberte sie das arme Mädchen und ließ sie für immer bei sich. Gerda vergaß den Zweck ihrer Reise und verbrachte viel Zeit damit, im wunderschönen Garten der gastfreundlichen Gastgeberin zu spielen. Einmal sah sie versehentlich eine Rose und erinnerte sich an Kai. Als sie sofort von der Magie aufwachte, ging sie auf die Straße. Unterwegs traf Gerda einen großen klugen Raben. Er erzählte dem Mädchen, dass er eine Prinzessin kenne, die gleich heiraten werde, und ihr Verlobter sah Kai sehr ähnlich. Der Rabe stimmte zu, Gerda zu ihm zu bringen. Im Palast gelang es Gerda, den zukünftigen Prinzen zu sehen. Leider war es nicht Kai. Nachdem die Prinzessin die traurige Geschichte des Mädchens gehört hatte, überreichte sie ihr einen goldenen Wagen mit einem Kutscher und Dienern sowie Schuhe, einen Muff und ein wundervolles Kleid. Und Gerda machte sich auf den Weg. Im dunklen Wald fiel der funkelnde Wagen sofort den Räubern auf, die ihn sofort angriffen. Der Räuber nahm Gerda gefangen. Sie brachte Gerda zum Räuberschloss, um ihre Menagerie zu zeigen, die Waldtauben und Rentiere aus Warland enthielt. Als der Räuber die Geschichte ihrer Gefangenen hörte, hatte er Mitleid mit ihr und ließ sie mit dem Rentier auf der Suche nach Kai gehen. Das Rentier brachte das Mädchen zu der alten Frau aus Warland, die das erschöpfte Mädchen erwärmte und fütterte. Sie schrieb ein paar Worte über den getrockneten Kabeljau an ihre Freundin Finn, die in der Nähe des Palastes der Schneekönigin wohnte und darum bat, dem Mädchen zu helfen. Sie erklärte Gerda, dass der Grund für Kais schlechtes Benehmen die Fragmente des Spiegels waren, die sein Herz und seine Augen trafen, und er würde niemals derselbe sein, wenn das Eis nicht durch die Kraft eines warmen, liebenden Herzens geschmolzen würde. Zum Palast der Schneekönigin ging Gerda allein, niemand wagte es, sich dem Haus der mächtigen Dame zu nähern. Sie war sehr kalt und verängstigt. Gerda fand sich im Schloss wieder und war überrascht, wie kalt, verlassen und tot er war. Bald bemerkte sie Kai, der völlig blau wurde und vor Kälte fast geschwärzt war. Der Junge saß in einer Ecke und versuchte, das Wort Ewigkeit aus den Eisschollen zu ziehen, weil er in diesem Fall die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe als Geschenk von der Schneekönigin erhalten hätte. Gerda eilte zu Kai, umarmte ihn fest und weinte. Mit ihren heißen Tränen schmolz sie den Splitter, der im Herzen des Jungen steckte. Nachdem er aufgenommen hatte,
fing auch Kai an zu weinen und die zweite Scherbe floss zusammen mit Tränen aus seinen Augen. Wie glücklich sie waren, sich zu sehen. Aber es gab keine Zeit für Freude. Sie mussten den Eispalast verlassen, bevor die Schneekönigin zurückkehrte. Als Kai und Gerda endlich das Königreich der Schneekönigin verließen, eilten sie nach Hause. Auf dem Rückweg trafen sie alle Freunde, die Gerda bei ihrer Suche halfen. Zu Hause warteten ihre blühenden Lieblingsrosen auf sie, und alles, was passierte, wurde von ihnen bald vergessen, wie ein schwerer Traum.